sitzt. Gut. Gnade ihr Gott, wenn ihr hier drin gesessen hätte. Nicht wieder vergessen. Es werden immer mehr. Bald habe ich alle. Glaube ich nicht dran. Süßigkeiten. So, hoch hier. Ach ja, wir haben wieder jede Menge Action im Ödland überstanden. Und ja, jetzt zu meinem weiteren Plan. Ich habe vor, dass wir noch ein paar Enklavestellungen ausrauben. Insofern, dass wir uns die Rüstung der Enklave klauen und uns ein wenig Stimpacks und Munition ertauschen können. Ich habe jetzt wie viele Stimpacks? 27 Stimpacks ertauscht. Und munitionsmäßig, obwohl das kann ich hier nachgucken. Ja, man sieht, unsere Munition ist wieder ziemlich mager. Das kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich eben wie wild diese dummen Generatoren angeknallt habe. Aber sehen wir mal drüber hinweg. Wir werden jetzt Stellungen suchen gehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sie alle finden werden. Und ganz nebenbei, nach Point Lookout, die Republik, ich wollte gerade Republic sagen, die Republik Dave. Ganz wichtig für mich. Ich finde diesen Ort so verwirrend. Da werden wir nach Point Lookout hin. So, aber jetzt die Frage, wo... Ich hab eine Ahnung, wo welche sein könnten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen außerhalb der Kamera gespielt und hier und da mal irgendwo was gefunden. Und alles wunderschön. Ah, hier mal kurz die Ladezeit raus. Es geht weiter beim Fort Independence. Ja, wieso? Ich brauche das eigentlich gar nicht so groß einleiten. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe nur kurz für eine Sekunde auf Pause gemacht. Auf jeden Fall, hier in der Nähe habe ich eine Stellung in Erinnerung der Enklave. Ich hoffe auch, dass die hier wirklich ist und ich mich nicht vertue. Und ich werde erstmal da lang gehen, weil da hinten müsste ein Raider-Lager sein. Hi, Sherwin. Mir wäre es lieber, wenn du mir folgst, aber so klug bist du nicht. Naja, werden wir mal hier alleine lang springen. Hui, in unserer schönen Tesla-Rüstung, die wir stumpferweise tragen, obwohl wir keine Energiewaffen benutzen. Aber sie hat einen hohen Rüstungswert, von daher ist das okay. Was haben wir hier oben? Ja, ich halte jetzt gezielt Ausschau nach diesen blauen Dingern, denn daran kann man schon wunderbar erkennen, ob die Enklave ihr Unwesen irgendwo treibt. Habe ich irgendeine Distanzwaffe? Gauss-Gewehr, perfekt. Denn man sollte vermeiden, dass die Offiziere der Enklave diese kleinen Käfige öffnen. Das könnte manchmal ziemlich nervig ausgehen. So. Den habe ich getroffen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den treffe. Der reagiert nicht. Oh doch, der reagiert. Oh, renn doch weiter, du Idiot. Es war perfekt berechnet. Muss man im Auslagenzimmer stellen. Ach, das wird nichts von hier aus. Jetzt sind wir vorsichtig. Wo ist Sherwin? Da, komm mit. Gefahr, okay, jetzt können wir vorrücken. Wir kriegen schon jede Menge ab. Wir nehmen mal die Plasmagranaten, oder? Ich will die eigentlich nicht verschwenden. Die sind extrem stark. Ich möchte die erst benutzen, wenn wir schon ein bisschen geübter in Sachen Energiewaffen sind. Den holen wir mal weg. Offizier der Enklave. Okay, das ist das Wichtigste, damit er den Käfig nicht öffnen kann. Wir klauen ihm mal die Plasmagranaten. Energiezelle, Medex. Können direkt einen Medex nehmen. Oh, 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 oh. Ja, das ist jetzt gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht, dass uns solche Flammen entgegenkommen. Schnell in Deckung. Er schießt deinen Kameraden ab, du Idiot. Das ist eine der neuen Waffen, die, glaube ich, mit Broken Steel kommen. Und zwar meine neue Lieblingswaffe. Oh ja, mal zwei Stimpacks. Das ist der Hochofen. Man sieht schon, er schießt Flammenwelle. Sieht ein bisschen aus wie... Was heißt wie Napalm? Napalm ist, glaube ich, blau. Auf jeden Fall. Es brennt ziemlich lang auf einer Stelle. Das ist gut. Komm schon. Du kannst gar nicht so viel aushalten. Ja, schieß hier alles ab. Stirb. Sherwin macht den finalen Schuss. Brav. Hochleistungsofen, genau. So, Munition für den Flammenwerfer. Energiezellen, Höllenfeuerrüstung der Enklave. Oh. Okay, steinhartes Vollobst. Ah ja. Wir werden jetzt erstmal die Kisten plündern, danach die Rüstung plündern, beziehungsweise klauen. So, Quem, Lasergewehr nehmen wir mit. Können wir verkaufen, können wir auch verkaufen.
das Ding? Ist da was drin? Nee, auf jeden Fall in den meisten Stellungen, deswegen wollte ich auch so schnell den Offizier ausschalten, sind Todeskrallen. Also nicht diese Dinger, die wir schon ab und zu auf dem Boden gefunden haben, sondern, obwohl, wir haben schon gegen eine gekämpft. Diese riesigen, ekelhaften Viecher, die so unwahrscheinlich viel aushalten. So. Wir gehen nochmal zum Offizier, vielleicht hat er noch was. Minen oder so, ja, Tatsache. Und wir gehen zurück zum Fort Independence, tauschen ein paar Sachen ein, denn ich will nur Munition und Stimpaks und danach geht's sofort nach Point Lookout. Weg damit. Ich zeige euch nochmal den Hochleistungsofen. Das ist so eine geniale Waffe. Ist nur leider...